Ja, hallo, der Michael von Mega News. Arma, Mojave, Chrome, Mega 380, Praschet 4x4 mit einer schönen Pistolenfernsteuerung und zwar dem SLT 2 Sender Begrenzung 50, 75 und eben 100%. Ihr könnt den Geradeauslauf und den Endanschlag einstellen, genauso könnt ihr die Reverse einstellen. Dort unten kommen die Batterien rein, ihr habt ein schaumstoffummanteltes Lenkrad und hier, wie gesagt, die Möglichkeit 50 und 75% oder 100% zu begrenzen. 100% ist natürlich keine Begrenzung und hier habt ihr die Umschaltung, wenn ihr ein anderes Servo einbauen solltet. Mit dabei ist ein 1400 mAh Akku und ein Ladegerät. Eingeschaltet ist es, rote Lampe leuchtet, das ist das Fahrzeug, gibt es in zwei Farben. Ja, Karosserie ist sehr schön, wie gesagt, die gibt es in zwei Farben, passend dazu die Reifen und die Felgen und die Karosserie lässt sich ganz schnell abmachen. Clipless, also keine Splinter, keine Karosseriehalter von außen zu sehen. Sehr schön, der Mojave in klein. Einzelradaufhängung vorne und hinten und vier Stoßdämpfer. Robuste Metallzahnräder und komplett kugelgelagert. Blick auf die Hinterachse. Federt schön ein, sehr schönes Fahrverhalten, das werdet ihr auch gleich sehen. Dort an den Seiten kann man die Karosse abnehmen. Oben gibt es nochmal schön Plastikteile und hier die zwei Fahrer, die da drin sind. Zuerst ging es auf die Strecke hier bei den Schöneberger Modellbautagen. Gab es eine schöne kleine Strecke auf Teppichboden. Dort bin ich selber mal gefahren, durfte selber vom Basti den fahren. Und hier sieht man, eindrücken die zwei roten Punkte und schon geht die Clipless-Karosserie herunter und schon wird das Fahrzeug sichtbar. Wandchassis, dort ist die Einbuchtung für die Karosseriehalter, also sprich für das Clipless-System. Und eine Wandchassis. Karosserie ist sehr robust, sehr versteift durch die Halter und durch das Innenleben. Dadurch nahezu, würde man sagen, unkaputtbar, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da kann man gar nichts kaputt machen an dem Fahrzeug. Fahrzeug hat eine Länge von 338 mm und 196 mm Radstand. Preis liegt bei 169,99 und wie gesagt, Farbe Blau und Rot ist lieferbar. 4WD Antrieb ist dabei, leistungsstarker 2S Lipo Akku, schöne Federung. Ein passender Lipo Lader ist mit dabei, zwar was Einfaches, aber macht nicht. Dann haben wir dort die Federung, kann man natürlich auch noch was machen an der Federung. Hier sehen wir den Fahrreglerempfänger, darunter ist das Servo, sogar einen Lüfter gibt es. Die Aufhängung ist fest, also es gibt keine Rechts-Links-Gewindestangen bei dem Modell, aber was will man auch mehr meines Erachtens? Einfach praktisch gut. Lüfter, dahinter befindet sich der Motor, es gibt auch noch einen Motorkühlkörper dazu. Der Spektrum SLT 2 in 1 25 Ampere. Fahrregler und Empfänger, wie gesagt, ist mit bei. 380er 28 Turn Bürstenmotor, ja, Federung mit Öldruckstoßdämpfern, der S10 Smart G2 Mini L2S USB Charger ist bei. Dort seht ihr CVD Wellen, sollten das sein. In der Box sind auch die Senderbatterien. Ja, und hier schauen wir uns das Fahrzeug mal in Ruhe an. Sechskantschrauben sind verbaut. Dann haben wir
Schnellwechsel-Akkuhalterung, also einfach mit Klettband gemacht, verbesserte V2 Vorder- und Hinterachsdifferenziale, robustes Verbundchassis, Einzelradaufhängung, ölgefüllte Gewindestoßdämpfer, 25 mm Lüfter und Motorkühlkörper, robuste D-Boots, Fortress, Reifen und Felgen in Wagenfarbe, also bei Rot in Rot und bei Blau in Gelb. Spektrum SLT, 2-Kanal, 2,4 Fernsteuerung, wasserdichtes SX110, Servo mit Metallgetriebe. Gekapselter Antriebsstrang. Dabei und wie gesagt, ich finde es vom Fahrverhalten super schön gefedert, das Ganze im Wüstentruck-Look. Ja, hier ist der Sender. Ich finde den auch schön handlich. Also auch wenn man kleinere Hände hat, kann man damit sehr gut das Ganze steuern. Das Fahrzeug 2S, ready to run, elektrisch, ganz klar, klein. Speed ist 20 plus und wenn ihr das Fahrzeug seht, ich habe nichts gemacht, also beziehungsweise Basti hat nichts gemacht an seinem Fahrzeug. Das Fahrzeug ist serienmäßig mit Akku-Fernsteuerung durfte ich das fahren, so wie ihr das hier seht, alles eingeschaltet. Konnte auch sehen, hier maximalen Lenkeinschlag kann man einstellen. Über dieses Rädchen rechts daneben ist der Geradeauslauf und hier konnte man jetzt hier sehen, maximalen Lenkeinschlag ist jetzt quasi fast null, wenn man das so einstellen möchte. Aber ich habe es extra begrenzt. Warum habe ich es begrenzt? Damit das Fahrzeug nicht so aggressiv in die Kurve ging. Dann konnte ich mit ein bisschen mehr Gas um die Ecken fahren, ohne dass es umkippte. Ja, wenn ich mit Vollgas um die eine Kurve gerade hier vom Fahrerstand gefahren bin, dann ist eins passiert. Ja, er hat gekippt. Da musste man echt aufpassen in der Linkskurve. Hier ging das sehr schön zu fahren, auch schön beschleunigen. Also die Reifen haben hier auf dem Teppichboden sehr guten Griff. Und wenn man es dort übertrieben hat, dann hat er doch ziemlich, ja, war ein bisschen unruhig. Aber ansonsten war sehr schön zu fahren. Also dafür, dass ich hier nur also hingestellt und gefahren bin, ging das schon ganz gut. Hier musste ich mal ausweichen, sorry dafür. Ansonsten wäre ich da sauber um den Kurs gefahren. Und schönen Dank nochmal an Basti, der mir das Fahrzeug zur Verfügung gestellt hat. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Gebt gerne eure Erfahrungen hier im Video weiter. Würde ich mich freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Micka.